Sehen meine entzündeten Ohren. Der Nobinator in seiner ganzen Pracht. Der Nobinator ist ja ein Urgestein. Und besten Zeiten des Nobinators sind vorbei. Hast du einen Schlafplatz? Ich penne bei ihr. Hast du einen Plan B? Nobbe, ein ganz alter Kumpel, der aber auch schon lange nicht mehr spielen kann, weil er eigentlich nur noch soll. Sag mal, hast du mein Rasierwasser ausgesoffen? Das ist gut, dass Eddie auftaucht. Weil Eddie gibt dem Nobbe dann wieder eine Aufgabe. Eddie wohnt dann bei Nobbe in der Gartenlaube, die haben so eine Art WG. Nobbe hört auch auf zu trinken, also die kommen beide vorwärts und wachsen aneinander. Dat und Alk, Alk und Dat. Für mich ist das wie siamesische Zwillinge. Willst du mich auch trainieren und nicht unter den Tisch saufen? Dann tun sich Eddie und Nobbe zusammen, um dann nochmal komplett neu zu starten. Hier, Nobbe! Das bedeutet für Eddie wiederum, dass er alles ändern muss. Also jetzt muss er sein Leben ändern, versucht seine Fitness zu steigern. Gib mal doch einfach mal einen Anlass, dir zu loben. Eddie braucht Unterstützung. Er braucht auch eine harte Hand, die ihm sagt, pass mal auf, so läuft es. Ich sterbe. Na, dann stirb langsamer. Wichtig ist ja immer, dass man weiter dabei bleibt. Und wenn man sein Herz erstmal verloren hat, dann kann man davon auch nicht lassen. Leben ohne Tat. Ist sinnlos.